Marco Hilfele. Immobile, den muss er jetzt machen. Sind das Geschenke und das in diesem so wichtigen Spiel. Aber das muss er wissen, wie schlecht der Rasen ist. Dann spielt er den halb hoch vor der Abwehr entlang. Unglaublich. Und schenkt Immobile das Tor. Ist das bitter. Das Spiel plätschert vor sich hin. Hilfele hat eine Idee, den bringe ich nach ganz drüben. Er weiß, wie der Platz ist, und Immobile hat die Ruhe, lässt den Ball auftippen. Das macht er gut, da hat er den Instinkt. Das ist seine Qualität. Hilfele tritt in den Boden, Immobile völlig frei. So ist er Torschützenkönig der Serie A geworden. Wenn die Kollegen ihm keine Chancen rausspielen, dann macht eben Michael Hilfele. Ist das bitter hier zu Hause. Aus. Genau so spielen jetzt die Gegenverkehrtschi Konterchance. Ramos. Zu lange den Ball gelaufen, Mkhitaryan war frei. Gündogan macht das eleganter. Blaschikowski, das ist die Chance. Mkhitaryan und Immobile. Mann des Spiels, Deckel drauf. Letzte Minute. Und jetzt fällt ihm ein, hey, ich bedanke mich draußen für Jakub Blaschikowski. Seinem ersten Einsatz über 90 Minuten. Guter Ballgewinn von Tekerci. Ja, das ist Vorteil durch Technik. Gündogan und Blaschikowski hat noch die Kraft, diesen langen Lauf zu machen und Immobile zu bedienen. Ja, das ist das Spiel von Ciro Immobile. Warten auf die Zuspiele, flach am liebsten. Der Ball häufert zur Abwechslung, weil nicht. Und Marco Reus ist die Erleichterung anzumerken. Nach einem zähen Spiel, nach einem kraftraubenden Spiel auf einem ganz schlechten Rasen hat Borussia Dortmund, da es in die Nachspielzeit geht und Bender noch bereitsteht für einen letzten Wechsel auch, um ein bisschen Zeit zu geben.